Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Classic-Einblick. Ich bin wieder auf meiner, ja, Classic-Welt, logischerweise. Und es ist leider der Fall, dass das Event heute zu Ende geht und ich es nicht geschafft habe, die Questline durchzuspielen. Ich werde heute und, naja, morgen, falls ich es noch schaffe, natürlich noch so viel wie möglich versuchen durchzuspielen, einfach um die Tickets nutzen zu können und somit noch ein paar mehr Preise rausholen zu können für meine Classic-Welt. Aber ich muss gestehen, dass ich die in der Urlaubszeit jetzt ein bisschen vernachlässigt habe, die Welt, und ja, einfach nicht sehr intensiv hier die Quest verfolgt habe. Was ja mitunter auch ein bisschen schwieriger ist als auf der Hauptwelt, weil man nicht so die Ressourcen hat, um hier voranzukommen. Ja, also wie gesagt, ich bin auch gerade dabei, eine neue Provinz zu entdecken und dann diese drei Sektoren zu infiltrieren. Das läuft gerade noch. Ich bin jetzt hier noch 22 Minuten entfernt davon, dass ich das machen kann. Aber ich kann euch ja bis dahin schon mal erklären, was so passiert ist. Vielleicht erstmal vorneweg das Wichtigste. Es gibt jetzt nur noch eine Classic-Gilde. Wenn ihr jetzt mal schaut auf der Welt, dann gibt es nur noch die Sock Nation Classic und die hat 70 Mitglieder. Der Falco hat sich ja entschieden, also der Betreiber vom Kanal Zockit, hat sich ja entschieden, dieses Projekt für sich persönlich einzustellen. Und das hat dafür gesorgt, dass jede Menge Leute auch gesagt haben, sie spielen jetzt nicht mehr weiter. Aber ich finde das von der Idee her trotzdem so spannend, dass ich es eigentlich gerne weiterspielen möchte. Auch wenn ich es jetzt im Urlaub ein bisschen vernachlässigt habe, aber ja, es ist eben so. Und daraufhin wurde dann entschieden, dass die beiden Classic-Gilden zu einer Classic-Gilde zusammengelegt werden. Und jetzt haben sich eben alle Classic-Interessenten in dieser einen Gilde zusammengefunden. Und ja, falls ihr auch dieses Spielprinzip gut findet, dann könnt ihr ja euch gerne bewerben. Wir haben, wie gesagt, noch Platz für 10 Mitglieder. Kurz nochmal erklärt, Spielprinzip ist, man baut nur Dinge, die ihr im Baumenü finden könnt, also hier in diesen einzelnen Reitern, inklusive der legendären Bauwerke, aber die eben nur bis zum eigenen Zeitalter. Also ich bin immer noch in der Eisenzeit, deswegen kann ich bauen Bronzezeitgebäude, Eisenzeitgebäude und Gebäude ohne Zeitalter, sowas wie das Observatorium. Genau. Weitere Gebäude können nicht gebaut werden. Also wenn ich jetzt hier im Event dieses Bergschutzgebiet voll kriegen sollte, nützt mir gar nichts, kann ich eh nicht aufbauen. Das sind eben die Regeln, die man sich für Classic gesetzt hat. Und so ergeben sich halt ganz andere Spiel. Ja, man muss eben auf ganz andere Dinge im Spiel achten, um voranzukommen. Und ich habe hier gerade durch Zufall gesehen, dass meine Siegerweiterung frei ist, die nächste. Nutze ich die gleich mal und stell die mal auf. Ich muss die Stadt sowieso mal umbauen, aber es ist auch so eine Sache, die ich immer noch nicht angegangen habe, wo ich immer noch nicht zugekommen bin. Und ich möchte jetzt auch nicht einsammeln, weil ich gerade nicht weiß, was die nächste Quest hier für mich offen hat. Ich kann ja mal. Huch. Ich kann ja mal nach den Quests suchen. Was ist denn das? Wo finde ich denn die Quests? Unter einem Video oder Fandom Wiki? Fandom Wiki FOE Wildlife. Genau. So, hier müsste ich ja die Questline finden. Quests, Main Questline. Show. So, ich bin jetzt bei Quest 33.
Ja. Genau, das hier. Also in Vorbereitung auf die 34, dann hätte ich die Main Questline durch und danach kommt dann eben noch die Daily Questline, die ich jetzt noch nicht mal angefangen habe. Und dann kommt erstmal eine Negotiation und ein bisschen was an Gütern bezahlen. Das ist schon mal einfach. Bisschen, na gut, das kann ich nicht tun. Ja, 4 Stunden Produktion. Das ist schon der nächste Blocker. Ja, ist natürlich schlecht. Kann ich leider gar nicht viel machen, weil ich jetzt keine 4 Stunden Produktion am Laufen habe. Ich kann natürlich, wie viel sind es denn? 4 bis 24, also sind es vielleicht nur 4. Ich kann natürlich mal nach den Boostern schauen. Ja, ich kann es durchaus beschleunigen. Habe ja einige Beschleuniger. Naja, wie dem auch sei, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ich würde jetzt einfach mal schauen, dass ich vielleicht noch die Tickets hier verbrauche. Es gibt ja auch heute noch Medaillen. Das ist ja auch ein Preis, der sich für den Spielmodus Classic lohnt. Wie gesagt, ich habe ja gerade eben eine Erweiterung freigeschalten. Und dann schauen wir mal, wie wir hier vielleicht noch ein paar Kisten kriegen. Weil die Tatzen sind ja gar nicht so interessant. Insbesondere kriege ich jetzt hier als nächstes das Bergschutzgebiet Kit. Ja, brauche ich halt nicht. Aber ja, man schafft die Kisten halt trotzdem weg. Genau, also hier ist schon mal eine angefangene Kiste, die würde ich auch leicht runterbekommen. Aber hier sind jetzt keine weiteren orangenen Dinger mehr in der Nähe. Vielleicht mal ein bisschen was abbauen. Okay, da haben wir nochmal Orange. Das können wir hier auch noch ein bisschen nach unten verschieben. Dann ist das schon mal verbunden. Das hier ebenso. Und das noch mit runter. Und schon habe ich jetzt hier was zusammen. Aber ich werde, bevor ich die Kiste erstelle, hier eben oben auch noch mal eine Kiste erzeugen. Eben so eine Zweierkiste. Und jetzt habe ich da schon mal ganz gute Karten auf Medaillen. So, was kann ich noch machen? Vielleicht die gelben? Hm. Oder grün? Grün hier unten wäre nicht verkehrt. Da liegt schon eine ganze Menge rum, aber ich müsste dann hier grün in diese Reihe bekommen. Das sieht jetzt im Moment erstmal nicht so gut aus. Ja, gelb, vielleicht wird doch gelb noch was. Mal schauen, ob hier, ja, da kommt noch ein gelber hinzu. Die kann ich hier noch mit runterholen. Und schon habe ich noch einen weiteren gelben und den roten hier werde ich mir auch sichern. Auch wenn ich den da schlecht runterbekomme, weil hier ein weiterer roter benötigt wird. Mal schauen, ob ich hier was Rotes reinkriege. Sieht jetzt schlecht aus. Sieht jetzt schlecht aus. Okay. Na, ich schau mal, ob ich vielleicht noch ein bisschen Grün zusammenbekomme, bevor ich hier die Kisten runterhole. Das sieht doch super aus. Genau. Ah, den grünen, den blauen, den sollte ich lieber hier unten mit verbinden. Dann wird es vielleicht auch noch was. Okay, schauen wir mal. Vorräte, ein paar Medaillen. Vorräte, Eisen. Münzen.
Leider nichts Besonderes dabei. Den nehme ich noch mit. Und dann war es das, glaube ich, an. Ah, da waren die 300 Medaillen einmal und nochmal 50 dazu. Dann war es das, glaube ich. Mehr kann ich hier jetzt nicht sinnvoll rausholen. Und nächstes Ticket. Hier könnte ich die mit den hier unten verbinden. Das fällt ja hier alles zwei Steine runter. Dafür kann ich aber mit zwei Steinen hier unten verbinden. Der bleibt mir dann wahrscheinlich zu hoch hängen, aber den kann ich auch wieder runterholen. Also schiebe ich erstmal, erstelle ich erstmal die blaue Kiste hier. Ah, nee, den kann ich nicht runterholen, weil ich jetzt hier noch eine rote Kiste erzeugen muss. Aber wenn ich die erzeuge, dann fällt dieser orangene Stein eh auch noch runter und verbindet sich mit den anderen. So, die könnte ich hier wegnehmen. Das fällt nur hier runter. Das bleibt dabei. Und vielleicht kriege ich die Steine da auch noch angekoppelt. Jawohl. So. Dann räume ich die erstmal ab und dann schaue ich mal weiter. Zwei Forgepunkte, 20 Medaillen und ja, Verteidigungstrank. Blau, blau. Also die kriege ich gut zusammen, aber mit den hier unten muss ich auch noch zusammenkommen, sonst lohnt sich das nicht. Aber ich wüsste nicht wie. Nee, ich lasse es erstmal dabei und schau mal, was ich vielleicht noch von oben kriege. Da wäre noch einer. Den kriege ich ja erstmal nicht runter. Ja, so kriege ich ihn runter. Okay. So. Dann ist das auch wieder ein Paket. Und vielleicht. Ja, ich schau mal hier weiter nach den gelben. Auf der Seite. Ungünstig. Dann fällt ja alles wieder runter. Ah ja. Prima. Na dann, weg damit. Juwelen und noch ein paar Medaillen. So. Da legen sich dann die Grünen zusammen. Aber kriege ich die noch runter? Hier. Das ist nicht so verkehrt. Ich erzeuge mal hier noch eine Kiste und nehme die. Und bekomme dann dieses Paket noch. Sehr schön. Noch ein paar Medaillen. Und noch einmal. Hier ist schon mal was Schönes zusammengeballt. Okay, da kommen noch gelbe hinzu, aber die kriege ich auch schwer zusammen. Das Blaue ist auch nicht verkehrt. Okay, ich glaube, ich würde es mal so stehen lassen. Auch
viel Rot. Viel Gelb. Ja, die Roten kriege ich jetzt zumindest nicht so einfach zusammen und runter. Na, vielleicht erzeuge ich jetzt erstmal hier die, die ich jetzt hier schon habe. Und dann sehen wir mal weiter. Ja, Vorortspunkte sind natürlich auch immer gut. Man verdient ja hier noch nicht so besonders viele. Ja, wenn ich jetzt hier die rote verbinde, dann weiß ich aber nicht, wie ich das hier runterkriege. Zumindest geht es nicht einfach. Da ist dieser Orangene im Weg, um dann den Blauen aufzulösen. Den Roten kann ich auch nicht auflösen, weil ich den dann da weggenommen habe. Ne, ich glaube, das bringt es nicht. Kriege ich hier irgendwie noch einen Grünen dran gepappt? Vielleicht hiervon. Zumindest einen. Den zweiten kriege ich nicht hin. Und der Orangen ist wieder im Weg. Löse ich das wieder auf. Mal schauen, was sich wieder ergibt. Mit dem Blau hier unten wird es nicht besser. Hier vielleicht Rot. Auch schwierig, auch schwierig. Die beiden Tatzen kann ich mir holen, so als Zusatz, ja, Zusatzpreis, auf den ich jetzt hier nicht wirklich spekuliere. Aber die roten hier sind auch so schwer runterzukriegen. Dabei ist das so, wirkt es wie das, was ich tun möchte gern. Generell jetzt nicht so einfach, weil sich das viel mischt. Vielleicht mache ich erstmal die Tatzen weg, bevor ich hier weiter vorgehe. Und schau mal, was dann so geht. Oh, nicht viel, nicht viel. Nee, das ist alles. Hat sich alles irgendwie verhakt, leider. Ja, ich kann ich auch nur noch eine weitere Tatze runterbringen. Und damit den einen Zweier kann ich das noch verbinden. Oh ja. Und schon sind es fünf. Sehr schön. So, einen muss ich übrig behalten. Ein Zug. Aber ich krieg hier auch keinen. Ne, ich krieg auch keine Kiste mehr zusammen. Gut. Dann raus damit. Nochmal 300 Medaillen sehe ich schon. Gut. Okay. So, wo stehen wir? Noch 4 Minuten.
Ja, ich habe beim letzten Mal den Tipp bekommen, doch im Event aufzusteigen, um dann schon mal die Preise und die, ja doch die Preise einfach aus dem nächsten Zeitalter zu bekommen. Das hat sich jetzt hier nicht so wirklich gelohnt. Also ich habe zwar jede Menge Güter bekommen. Die hätte ich jetzt aus dem nächsten Zeitalter bekommen können, wenn ich jetzt schon ins frühe Mittelalter aufgestiegen wäre. Aber jetzt zum Beispiel keine Einheiten. Also ich habe nicht gesehen, dass ich irgendwo eine Einheit bekommen habe. Vielleicht gibt es sie auch einfach gar nicht als Preis dieses Mal in dem Event. So, jetzt läuft das Event ja auch nicht mehr lange. Noch knapp 10 Stunden. Und ich krieg noch ein weiteres Ticket. Also viel geht da nicht mehr. Also ich kriege ja noch hier Tickets aus den Quests, die ich noch schaffe, aber da geht ja leider auch nicht mehr viel. So, kann ich hier schon mal die 4-Stunden-Produktion vorbereiten. Und mal darüber sinnieren, wann es sinnvoll ist, aufzusteigen. Ich kann jetzt hier nicht mehr viel machen. Ich habe alles erforscht. Ich habe auch die frühes Mittelalter-Technologien schon auf Kante geforscht. Und wenn ich jetzt wechseln würde, das Zeitalter, dann müsste ich einige signifikante Technologien freischalten. Wichtig wäre mir der Antiquitätenhändler, weil für den lohnt es sich erstmal am meisten. Und natürlich ein paar wichtige Technologien. Und ich glaube, die wichtigste in dem Zeitalter ist fast das Katapult und die schwere Einheit. Welche ist denn das? Ah ja, die gepanzerte Infanterie. Und die sind relativ weit hinten. Okay, an die kommt man relativ gut, an die gepanzerte Infanterie. Man muss nur Wirtschaft, Wiederverarbeitung und dann die gepanzerte Infanterie erforschen. Wirtschaft will ich eh. Aber an die Katapulte kommt man sehr schwer. Ja. Wäre eine Option, dass ich jetzt aufsteige? Dann kriege ich ja auch gleich noch ein paar Forge-Punkte und ich habe jetzt auch noch einige in der Leiste durch die Tickets, die ich beim Wildpark-Event verbraucht habe. Schauen wir mal, was hier so passiert. Hat jemand ein neues legendäres Gebäude gebaut? Ein Observatorium, sehr schön. Schmeißen wir mal zwei Forge-Punkte rein. Das sind noch 20. Ich glaube, ich bin hier in keiner Förderkette aktuell. Von denen. Die steht's in der. Okay, hier habe ich die Provinz erkundet. Dann kann ich erstmal infiltrieren. Dreimal. Und ich bekomme ein weiteres Ticket. Und einmal Bergschutzgebiet-Kit. Das hier ist relativ einfach. Ich könnte jetzt noch Kämpfe versuchen, aber ich wüsste jetzt nicht, wo ich das so leicht mache, weil jetzt die Gex schon recht kompliziert ist. Es ist auch Montag, da gibt es gar keine Gex. Und die Gildengefechte auch beendet sind. Also mache ich einmal eine Verhandlung und sichere mir das. Und jetzt geht es hier 10 mal 4 Stunden Produktion. Ach nein.
Warum denn 10 mal? Na, das ist ja jetzt ärgerlich. Ich kann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Produktionen machen. Wenn ich noch 2 Gebäude aufstelle, 3, dann müssten das ja jetzt Schmieden sein, weil die Jagdlager ja leider nicht im richtigen Zeitalter sind. Und die brauchen wiederum 20 Minuten zum Aufbau. Gut. Dann sei das so. Oh, Steinzeitwege? Mal schnell umbauen. Ich habe keine Steinzeitwege. Die sind nicht erlaubt. Okay, und dann 1, 2, 3. So, in 20 Minuten kann ich die aufbauen. 18 Forge-Punkte muss ich ausgeben. Das ist gerade ganz gut möglich. Da ich die habe. Aber wofür gebe ich sie jetzt aus? Ich mache erstmal mal nochmal mein Ticket hier. Und da hätte ich schon mal 4. Aber viel mehr gibt es dann da auch nicht. Den kriege ich nicht gut runter. Auch 4 kriege ich hier zusammen. Schauen wir mal, kommt da noch mehr? Nicht wirklich. So. Okay. Okay, wenn ich die jetzt wegnehme, dann fallen die ein runter, aber die sind nicht mehr verbunden. Auch ungünstig. Aber so lasse ich sie verbunden. Oh. Na, sehr schön. Dann habe ich doch jetzt hier eine Kombination gefunden. Jetzt muss ich nur noch schauen, wie ich die runterkriege. Da kriege ich Rot weg. Kriege ich Rot weg. Und dann klappt's. So, Grün bietet sich hier auch noch ein bisschen an. Das kann ich ruhig mal nach unten fallen lassen. Das ändert nämlich gar nichts. Außer dass es mehr wird, mehr möglich wird. Hier kann ich die noch verbinden. Oh, super. Okay. Was geht noch? Okay, ich hole es erstmal ab. Medaillen weniger und einmal Münzen. So, das bisschen Rot lohnt sich hier unten auch nicht. Ich versuche mal vielleicht hier was zu machen. Mal schauen, was da noch so kommt. Hier haben wir jetzt einmal Rot. Kriege ich aber schlecht runter. Dieser Pulk Rot ist auch nicht schlecht. Ja. Okay, dann verbinde ich mal die Kiste. Das ist auch eine kleine Kiste hier unten. Besser als nichts, würde ich sagen. Besser als nichts. Ich nehme die jetzt erstmal und dann schauen wir weiter,
ob ich noch irgendwo was zusammenkriege. Nochmal ein paar Medaillen. Hier würde ich das Blau vergrößern können, aber dann kriege ich es auch nicht runter. Oder? Nee. Gelb ist hier falsch positioniert. Über das Grüne, das sind zu viele Züge. Das sind zu viele Züge. Ich kann es ja einfach mal anfangen, weil ich glaube, ich sehe jetzt auf den ersten Blick zumindest nichts mehr. Wenn ich die. Ah. Ja, aber wie dem auch sei, es sind zu viele Züge einfach. Es sind zu viele. Genau, also ich krieg's nicht mehr runter. Ich bräuchte halt dieses Gelb hier noch. Um den hier wegzubekommen. Aber der ist ein zu hoch. Da ist das Grüne einfach im Weg. Und selbst wenn ich die jetzt hier auflöse, dann ist der Grüne leider in der falschen Position. Kann ich leider nichts machen. Kann ich nur noch hier eine Kiste draus machen. Und dann sagen, ja, Pech. Aufgeben. Gut, okay. Also ich bin immer noch nicht entschlossen aufzusteigen. Ich würde es jetzt nochmal dabei belassen und stecke die 20 Forge-Punkte mal einfach in mein Observatorium. Und muss dann noch darauf warten, dass die Schmieden fertig sind. Und bis das soweit ist, würde ich an dieser Stelle einfach mal eine Pause machen. So, da bin ich wieder. Ich habe die Zeit einfach mal genutzt, um mir die Zähne zu putzen, damit ich gleich ins Bett kann. Ich kann jetzt hier, glaube ich, nochmal 15 Minuten Produktion starten. So lang bin ich dann doch noch da. Und könnte jetzt mal überlegen, wie ich vielleicht die Stadt ein bisschen umbauen könnte, um sie ein bisschen mehr auf Effizienz zu trimmen, weil ich im Moment noch sehr viel Quatsch hier drin habe. Ich habe, glaube ich, ja, ich habe zu viel Zufriedenheit, ich habe zu viele Einwohner. Das ist alles nicht so sinnvoll strukturiert. Könnte zum Beispiel schauen, dass ich diese Ecke hier besser nutze, vielleicht den Leuchtturm dahin verschiebe. Die beiden Domizile brauche ich ja nicht wirklich. Das ist ja sowieso ein Meer an Einwohnern, was ich da habe, die ich jetzt auch einfach langsam bekommen habe, weil mein Turm zu Babel etwas gewachsen ist und der ja auch Einwohner in die Stadt bringt. Wie baue ich jetzt hier am besten die Wiege auf? Dass das wieder verbunden ist. Ich glaube, das ist jetzt nicht so ideal. Reinpassen. Jetzt verschiebe ich den Juwelier mal nach hier oben. Der passt da einfach besser. Da kann ich die Straße vielleicht auch besser nutzen. Und vielleicht ich mal mit dem um. Na, das ist jetzt auch nicht so sinnvoll. Der kann jetzt auch hier runter. Komplett in die Ecke rein.
So und so. Jetzt hier noch 3x3 und das hier ist auch irgendwie sinnlos. Oder ich ziehe das hoch und nutze das für Dekos. Ist jetzt aber auch nicht so ideal. Aber zumindest hätte ich Platz für ein 3x3 Gebäude, was ja könnte ich noch ein paar mehr Bronzezeitgüter produzieren. Trauben oder Farbe. Was brauche ich dann eher? Farbe. Gut. Und hier kann ich einmal den Triumphbogen wegschmeißen. Ich könnte einmal Münzen abholen und eine Schmiede hier rausstellen. Ist aber auch irgendwie albern, weil ich könnte die auch so hinstellen. Könnte ich mir wieder zwei Straßen sparen. Noch mehr Dekos da hinstellen. Ich vielleicht so. Das ist hier auch schön gesandwicht. Und die sowieso. Ist klar, um an die hier unten ranzukommen. Das ist ja auch nur eine Deko. Ich könnte das jetzt hier auch schon so bauen, dass ich die hier hinter lang führe, die Straße. Dann wäre das schon mal vorbereitet für die Erweiterung in der nächsten Reihe. Noch 2,5 Minuten. Das ist auch noch Bronzezeit. Ja gut, das geht ja noch. Das geht ja noch, aber ich reiße es mal trotzdem lieber ab. Das ist hier nicht mehr. Habe und ich übersehe. Das ganze Badehaus könnte ich halt noch weiter nach oben versetzen. Und das hier gegen ein Schlachthaus ersetzen. Ich schau mal, ob ich das hinbekomme. Das ist, glaube ich, auch Bronzezeit, oder? Ja. Weg damit. Badehaus nach oben versetzen. Noch einmal Straße. Das tauschen mit einem Schlachthaus. So. Noch einmal Straße. Okay. Okay. Ja, aber gar nicht so. Gar nicht so klug. Ich tausche das hier auch mit dem. Auch jetzt nicht super.
So, da war ich noch mal kurz weg und jetzt haben sich die Schmieden fertiggestellt. Dann stelle ich mir die mal noch auf 4-Stunden-Produktion ein und hau jetzt direkt mal den 6-Stunden-Beschleuniger raus. Kann ich nicht. Ach so, weil er schon einmal ausgeführt wurde. Habe ich jetzt irgendwie versehentlich zweimal drauf gedrückt oder was? So. Und noch ein Ticket. Zahlen oder polieren. Polieren ist einfacher, muss ich eh noch machen heute. Güter sammeln, 40. 1, 2, 3, 4. Das wäre das. Und dann moppeln. Ja, inzwischen habe ich schon 112.000 Punkte. Einfach durch das Leveln der legendären Gebäude. Ich motiviere jetzt auch einfach mal alle durch, damit ich das nicht hinten am Tagesende noch vergesse. Was mir schon manchmal passiert, gerade jetzt im Urlaub ist mir das oft passiert. So. Nochmal Gratismünzen, weil es jetzt 0 Uhr ist. Vorräte bezahlen und zwei Sektoren infiltrieren kriege ich hin. Ereignisse habe ich derzeit keine. Zwei Sektoren waren, glaube ich, noch übrig zum Infiltrieren. Zum Glück. Zack. Produktionsstätte und Münzen. Oh, Münzen. Produktionsstätte meines Zeitalters. Das ist natürlich die Schweinezucht. Die Metzgerei. Münzen. Ja, sammle ich mal ein. Mal schauen, ob es reicht. Reicht nicht. Aber ist nicht schlimm. Ich habe ja noch Freunde. Also, die werden jetzt auch noch gemoppelt. Mache ich jetzt aber erstmal nur so viele. Okay. Da fehlen noch ein paar Tavernen. So viele, wie ich brauche. Okay, Güter sammeln, Gildenkasse spenden. Das wäre einfach. Gesamtbevölkerung hinzugewinnen wäre auch recht einfach. Mache ich jetzt über zweimal Ziegenzucht. So, und Güter in die Gildenkasse spenden. Das ist auch schnell gelöst. Und ich habe ja genug Juwelen zum Beispiel. Spenden wir einfach mal eine Ladung. Okay. Vorräte bezahlen, 14 Forge-Punkte ausgeben. Na, mal schauen, was wir mit den beiden Tickets bekommen. Hier ist ja schon was Schönes. Krieg ich die da runter? Auf diesen Block kriege ich relativ locker runter. Den muss ich leider abgeben dadurch. Ah, muss ich gar nicht. Lasse ich einfach so stehen. Und kann ich den jetzt noch erweitern? Bekomme ich den überhaupt runter?
Ja, das geht so. Dann kriege ich die weg. Ist immer noch verbunden. Kommt hier noch was? Nochmal Orange, okay. Besser wird's nicht. So, habe ich zwei Kisten. Was geht noch? Vielleicht was mit Blau oder Grün. Ich löse die jetzt erstmal auf. Juhu, 300. Die könnte ich verbinden. Die grünen. Sehr gut. Blau. Kriege ich hier noch eine Tatze? Ja, bringt mir jetzt auch nicht mehr viel. Ach, der Preis des Tages ist jetzt nochmal Medaillen. Nein, das passt doch. Krönender Abschluss. Medaillen. Ja, die blauen kriege ich auch runter über den hier, weil dann die beiden Orangen nebeneinander fallen. Und dann kann ich die auch auflösen. Aber kriege ich das noch verbessert? Sieht jetzt erstmal nicht so aus. Vielleicht gelb noch. Denn ich kann ja hier. Da kommt noch einer hinzu. Besser wird's nicht. Mache hier die gelbe Kiste. Die blaue Kiste. Löse ich die jetzt auf? Eins, zwei. Ich brauche ja noch einen. Ne, ich löse die jetzt auf. Ein paar Vorräte, ein paar Medaillen. Ach. Aber kriege ich nicht mehr. Komme ich nicht ran. Egal, dann die noch. Habe ich noch zwei Kisten, drei Fortpunkte und 10 Juwelen. Letzter Zug. Und noch ein Ticket. Das ist hier schon mal eine Kiste, würde ich sagen. Kann ich auch noch vergrößern. Kriege ich ja auch schon nicht verbunden. Aber an die Orangene komme ich auch dran, denke ich. Krieg sie jetzt richtig vergrößert. Oh, jetzt mache ich sie mir kaputt. Runterfallen, habe ich sie wieder zusammen mit dem unteren. Na gut, mache ich das erstmal.
Ah, okay, das kann ich machen. Dann sind das schon mal 2 Sterne. Und hier kriege ich die auch noch runter, dann habe ich 4 Sterne. Vielleicht noch auf der Seite. Okay. Nehme ich mit. Gut, dann mache ich hier die Kiste zusammen und diese auch gerne. Mache ich das jetzt am klügsten? Die kriege ich doch weg über die Grünen. Erstmal die blaue. Die lasse ich klein, die grüne, die rote. Kann ich die noch vergrößern? Das kann ich machen. Nope. Das bringt mir nichts. Moment. Wenn ich den hier auflöse, dann sind die zusammen. Genau. Dann mache ich das so. Und jetzt brauche ich eh langsam alles für die letzten Züge. 20 Medaillen und 2 Forgepunkte. Und ein Soldat. Ah, gibt also doch Einheiten. Sind mir bisher einfach nur nicht aufgefallen. Und dann nehme ich hier einfach noch die kleine Kiste raus. Ah, die Kiste hätte ich auch noch machen können. Nun ist es zu spät. Nun ist es zu spät. Jetzt wird es nur noch eine Pfote. Okay. Wieder 2 Tickets verspielt. 14 Forge-Punkte. Ich glaube, da muss ich jetzt mal. Ich da noch was rein. Da muss ich jetzt mal ein Paket verbrauchen. Vier und 10. Acht mal 15 Minuten Produktion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das passt. Na, Ringtausch war jetzt immer schwierig, so spontan. Deswegen Gütergebäude. Könnte ich wieder abreißen und wieder aufstellen. Macht das jetzt Sinn? Ne, muss ja meines Zettel das sein. Kann ich gar nicht machen. Also, oh, vielleicht habe ich Glück und das ist was auf dem Markt. Was passendes. Es ist tatsächlich was passendes auf dem Markt. Oh, ja, aber nichts für mich. Das sind immer nur die falschen Angebote. Aber was soll's, muss ich dann halt annehmen. Okay, noch eine Einheit produziert. Hätte ich jetzt vielleicht auch nicht abholen sollen. Die stelle ich jetzt mal auf 8 Stunden. So, nochmal. Eisen gegen Juwelen. Ich brauche halt keine Juwelen. Das ist halt das Problem.
geht immer in die falsche Richtung, leider. Egal. Machen wir so. Reicht das schon? Nein. Kann ich nicht nehmen. Ich kann einfach den hier noch nehmen, auch wenn das Quatsch ist, aber dann ist es so. So, die werden fertig. Jetzt noch die Produktionen. Ach, ich muss noch 30 Einheiten besiegen für die Truhe. Dann versuche ich es mal. Altbewährter 4. Oh. Ich habe ja keine Agenten. Dann einfach 8 Artillerie. Wenn das so geht, dann. Autsch. Dann dauert es lang, wollte ich sagen, aber. Das waren ein paar mehr Einheiten, aber hat dafür eben auch ordentlich wehgetan. So, die haben jetzt hier alle keine Technologie erforscht, die das benötigt, in der Nachbarschaft zu kämpfen. Und die Fortschrittspunkte, ja. Hätte ich gar keine Forgepunkte. Machen brauchen. So. Keine Forgepunkte ausgeben brauchen. Kein Paket. Gut, jetzt dauert es aber nochmal 10 Minuten. Und da werde ich jetzt erstmal in meine anderen Welten schauen. Und hier nochmal pausieren. So, ich habe mich entschieden, einfach auf meiner Hauptwelt doch nochmal was in dem Einblick zu zeigen, weil ich ja in meinen Videos zum Wildlife Event gesagt habe, dass ich versuchen werde, zwei Adlerberge zu bekommen. Und genau das ist es auch, was ich hier weiterhin versuche. Ich bin auch drauf und dran, das zu schaffen. Denn ich benötige nur noch dieses eine Bergschutzgebiet-Kit und mir fehlen nur noch 5 Tatzen. Ich habe allerdings auch einige Diamanten ausgegeben, ungefähr 9.000, 8.000, 9.000, weil Inno sich dazu entschieden hat, nach der Beta-Phase die Droprate einerseits in den Ereignissen rund um die Stadt extrem zu senken. Ich habe tatsächlich ein einziges Ticket bekommen aus einem Ereignis in meiner Eisenzeit-Kampfstadt, also da, wo ich es nicht brauche, nicht wirklich. Und weitere Tickets habe ich nicht bekommen. Und sonst haben sie die, ich glaube, es gab jede zweite, als jeden zweiten großen Preis ein Bergschutzkit in der Ursprungsvariante auf dem Beta-Server und jetzt ist es nur noch jeder dritte Preis und deshalb wurde es deutlich teurer, aber es war trotzdem noch möglich, mit einer relativ kleinen Menge an Diamanten zweimal den großen Preis zu bekommen. Also, ihr seht, ich habe hier einmal den voll ausgebauten Adlerberg und den zweiten Berg habe ich jetzt auf Stufe 6 und die 7 bräuchte ich noch für die volle Ausbaustufe und das ist es jetzt, woran ich hier arbeite und ja, wofür ich jetzt versuche, hier die Tatzen runterzukriegen. Genau. Jetzt überlege ich, soll ich das jetzt einfach laufen lassen, das Video, und nochmal ein bisschen zeigen, wie es geht?
Aber eigentlich ist das Event ja jetzt eh zu Ende. Von daher ist es, glaube ich, relativ irrelevant. Vielleicht für nächstes Jahr dann, aber dieses Jahr ist es nicht mehr wirklich interessant. Von daher drücke ich jetzt hier wieder Pause. Nur dieser kurze Einschub dazwischen. Und wir sehen uns dann gleich nochmal auf der Classic-Welt. So, damit bin ich wieder zurück in der Classic-Welt. Kann jetzt diese Produktionsquest noch abschließen. Bekomme noch ein Ticket. Einheiten rekrutieren. Gut, das kann ich dann wohl erst morgen machen. Vier Stück. Dann werfe ich mal die 8-Stunden-Produktion an. Ist das nicht zu viel sogar? Ja, gut, 8 Stunden 51 geht's noch. Vielleicht brauche ich die ja nochmal. Wahrscheinlich nicht. Ich kriege so viele Einheiten nicht. Ich sollte also ein paar löschen, damit ich vier zusammenkriege. Ich habe jetzt. Ah, Legionär könnte ich einlöschen. Davon produziere ich gerade einen. Und eine Artillerie. Einen Reiter und eine Artillerie produziere ich, wenn ich mich nicht irre. Artillerie. Wo macht es denn die Reiter? Wo ist denn mein Reiterstall? Den erstmal finden. Ach, ist ja auch egal. Ich würde jetzt einfach noch einen Bogenschützen löschen, einen Legionär löschen und eine leichte Einheiten. Und dann bin ich auf der sicheren Seite und produziere einfach noch drei. Also ein Legionär, eine leichte und einen Bogenschützen. Und damit bin ich für morgen früh auf der sicheren Seite. Was den Abschluss dieser Quest angeht, die 6000 Münzen kriege ich auch, indem ich ein Gebäude abreiße oder mehrere mehrfach abreiße. Beispielsweise die Metzgerei. Ich kann sie ja erstmal nochmal aufstellen. Vielleicht brauche ich sie ja morgen früh nochmal. Gut. Und dann hätte ich also noch ein Ticket. Verzocke ich das noch? Das hier sieht doch schon mal gut aus. Da kann ich doch nochmal. Ja, wenn ich die hier runterfallen lasse. Nochmal eine blaue Kiste bauen. Und hier vielleicht noch eine rote. Irgendwie größer wäre nicht schlecht. Jetzt habe ich hier noch eine gelbe Kiste. Na gut, dann nehme ich die mit rein und habe dann eben eine kleine rote und eine kleine gelbe. Hier noch was Gelbes. Muss ich das erstmal fallen lassen? Schauen wir mal. Auch nicht so schön. Vergrößere ich noch ein bisschen das Blaue. Das geht. Genau. Und hier nochmal Orange. Nee. Dann erzeuge ich mal diese Kiste. Hier wäre noch mal ein Orange. Aber ja, okay, gut. Noch eine orangene Kiste.
Also hier kann ich noch das Rote dann vielleicht zusammenfügen. Da kommt auch noch was Rotes dazu. Schauen wir mal. Muss das erstmal runterfallen. Gut, ist der letzte Zug. Mache ich ihn. Und das war's. Ja. Soweit, so gut. Dann würde ich sagen, ich bin bis Quest 42 gekommen. Leider lang nicht so weit, wie ich mir das gewünscht hätte. Ich habe hier auch noch Münzen übrig. Oh, und schon drei Einheiten rekrutiert durch die, ja, durch die Spiele, das Minigame. Okay, Ja, das ist ein bisschen ärgerlich, dass ich jetzt hier nicht so weit gekommen bin, aber es ist auch nicht so wichtig, weil am Ende ist das Bergschutzgebiet Kit jetzt nichts, was ich brauchen kann. Es gibt keinen Ligapreis oder so, wo man irgendwelche zusätzlichen Punkte noch bekommen kann, wie Forge-Punkte oder Medaillen oder irgendwas anderes, was man zusätzlich noch bekommen kann. Ärgerlich ist jetzt einfach, dass ich dadurch, dass ich die Questreihe nicht zu Ende spielen konnte, ja, hier so ungefähr, naja. Das sind jetzt hier noch 13 Quests, sagen wir mal, drei, vier Tickets nicht bekommen habe, die ich halt hätte noch verspielen können. Vielleicht kann ich morgen noch ein Stück weiterkommen, komme vielleicht noch an ein Ticket ran und bekomme auch noch ein Ticket durch die Regeneration hier, weil in 6 Stunden ist eins fertig und es läuft noch 8,5 Stunden, gut 8,5 Stunden das Event. Aber mehr ist dann auch nicht drin. Das wäre es dann. Genau. Ja, so viel zum Stand der Classic-Welt. Ich hoffe, das hat denjenigen, die sich für dieses Thema interessieren, auch gefallen. Wie gesagt, wir haben noch Plätze frei in der Gilde. Kommt gerne rein. Meldet euch, falls ihr auch ein bisschen Classic-Modus spielen wollt. Ich gehe das hier ganz gemütlich an. Wie ihr seht, ich habe das Event vertrödelt, aber es ist halt so. Und wenn ihr Lust darauf habt, dann sagt einfach Bescheid, bewerbt euch bei uns und kommt dazu. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Restevent, beziehungsweise dann eine schöne eventfreie Zeit in Forge of Empires. Und dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.